Hallo, schön, dass du da bist. Willkommen zu meiner Review über das LG Wing, ein anderes Smartphone, ein grandioses Smartphone, was ich dir versuche, hier in diesem Video näher zu bringen. Diesen Effekt, den ihr eben schon gesehen habt, der ist nicht nur Spielerei, sondern bietet euch noch viele, viele Möglichkeiten. Also was ganz anderes. LG geht hier mal in einen ganz anderen Weg mit seinem LG Wing. Okay, wir haben kurz erklärt zwei Displays. Das ist schon mal eine Besonderheit. Und ihr müsst euch das vorstellen, wir kommen gleich noch im Detail dazu. Ihr guckt hier oben Videos, während ihr hier unten die Tastatur habt und dann damit schreibt. Und das ist grandios. Ihr könnt, wie gesagt, multitasking-technisch viele Sachen machen. Ihr könnt das Telefon auch so nutzen oder halt auch so nutzen. Aber da kommen wir jetzt in dieser Review nochmal zu, dass das euch neue oder andere Möglichkeiten bietet als ein normales Telefon. Fangen wir mit dem Mechanismus, dem Gehäuse an. Das Smartphone wiegt 260 Gramm, das ist so im Mittelfeld. Es ist natürlich ein sehr großes Telefon mit 4000 mAh Akku. Das muss man sich auch erstmal vor Augen halten, das ist schon echt eine Menge. Es ist aus Metall gefertigt und aus Glas, aus der Rückseite zum Beispiel und natürlich vorne. Und das ist natürlich klar, dass es da gewichttechnisch natürlich etwas zu Buche schlägt, aber auf Größe des Telefons gesehen sind die 260 Gramm relativ wenig. Die ersten werden jetzt sagen, wie lange hält dieser Mechanismus? LG gibt es an mit 200.000 Öffnungen, die das Scharnier unproblematisch hier überstehen soll, beziehungsweise auch noch viel länger halten soll. Also dahingehend soll es laut dem Hersteller keine Probleme geben. Das ist sehr hochwertig gefertigt, kann ich natürlich weniger beurteilen. Ich kann euch nur sagen, dass hier nichts wackelt oder so, dass das sehr solide wirkt. Ihr hört das auch, das knarzt nichts, da schabt nichts. Gut, der Soundeffekt, der irritiert jetzt ein bisschen. Das ist wirklich sehr wertig gemacht und auch die Rückseite des Displays, da sieht man mal, wie dünn, wie flach das Display doch letztendlich dann ist. Das ist wirklich spitze. Und was auch noch gegeben ist, okay, das muss man natürlich mit etwas Vorsicht genießen. Wir haben natürlich hier viele Öffnungen, viele Scharniere und so, die andere Telefone natürlich nicht haben. Trotzdem ist dieses Gerät nach IP54 geschützt von allseitigem Spritzwasser. Also es heißt Regen, etwas Präusel hier, Streusel da. Also nicht mit Schwimmen gehen und Co. Aber es ist immerhin Spritzwasser geschützt. Das finde ich ist schon mal eine coole Geschichte. Wenn ihr damit mal in den Regen kommen solltet, dann müsst ihr nicht gleich Panik schieben und Co. Und was natürlich auch noch eine Besonderheit ist, das ist natürlich auch die Kamera. Das muss man natürlich auch so sehen, die hier ausfährt. Dass, das alles wasserdicht zu gestalten, das ja, ist nicht ganz ohne und hat LG hier wohl ganz gut hinbekommen. Und was ist wohl der wichtigste Fakt heutzutage bei einem Smartphone? Klar, die Kamera bzw. Kameras. Na, ihr wisst schon, es gibt schon ein paar mehr. Das LG Wing hat weder eine Notch noch ein Kinn. Das heißt, wir haben ein komplettes Display ohne Black Hole. Also ihr habt hier kein Loch von einer Frontkamera oder sowas, weil diese Kamera, habt ihr ja eben kurz gesehen, hier auch rausfährt, wenn sie aktiviert wird und dann halt auch wieder einfährt, wenn sie nicht gebraucht wird. Das ist wirklich spitze, weil ihr habt User Experience technisch das ganze Display für euch. Und das ist ein riesengroßer Vorteil und das war auch schon die Kamera 1. Die hat auch für eine Selfie-Kamera beachtliche 32 Millionen Megapixel. Das ist für eine Selfie-Kamera schon recht ordentlich. Kommen wir zu den anderen Kameras. Wir haben auf der Rückseite die Hauptkameras, 64 Megapixel Standardkamera, 13 Megapixel Weitwinkelkamera und 12 Megapixel Motion-Kamera. Komme ich noch später zu, zeige ich euch auch noch. Das ist die Dreierkonstellation, was ihr auch schon hier gerade seht, wo ich hier auf rumtatsche. Das rückseitige Glas ist natürlich ein absoluter Fingerabdruckmagnet. Das ist nicht ganz so schön, aber was will man machen? Es sieht toll aus und hat eine super Haptik. Also da gibt es nichts, aber klar, Glas ist natürlich immer sehr fingerabdruckintensiv. Kann man aber sehr einfach abwischen, weil es halt Glas ist. Also einmal rübergewischt und dann ist alles weg. Das jetzt zu den Kameras, hardware-seitig, kommen wir zu der Praxis der Kameras und die haben mich wirklich umgehauen. Also einmal gibt es die Funktion, mit der Selfie-Kamera und mit der Hauptkamera zu filmen, also in einem Video quasi, dann filmt ihr einmal euch und einmal das Gegenüber, das, was auch immer ihr zeigen möchtet, super für Blogger und Co., dass ihr beide Seiten gleichzeitig aufzeichnet und dann gegebenenfalls verwenden könntet. Hier nochmal im Test das Mikrofon der Kameras und einmal die Dualkamera, wie angesprochen. Also ihr seht mich und das, was hinter dem Smartphone ist. Also hier meine Kamera, meine Ausrüstung, mein Notizzettel. Und ihr seht halt mich. Das ist halt ganz cool, wenn ihr damit am Bloggen seid und wie gesagt, Leuten irgendwas zeigt. Guck mal hier, da ist mein Kleiner, ne?
Ja, das finde ich ist ein lustiges Feature und beide Dateien werden aufgenommen und gesichert. Das heißt, ihr habt beide in einer beziehungsweise dann in zwei Dateien. Ja, das ist hier mein kleines Studio, wo ich hier meine kleinen Texte einspreche, mein kleines Reich. Ich hoffe, das hilft weiter. Ciao. Videos könnt ihr bis 60 FPS 4K aufnehmen und ihr habt, das ist eine ganze Besonderheit, einen Steady Mode. Das bedeutet, dann könnt ihr ohne das Telefon zu bewegen die Kamera bewegen. Ein ganz tolles Feature. Also ihr könnt Sachen mitverfolgen und das Bild wird sehr stabilisiert. Kleiner Wermutstropfen, das Ganze geht nur bis Full HD, aber dafür habt ihr zuckerweiche Aufnahmen. Das ist spitze. Natürlich kann die Kamera, wie gesagt, auch 4K 60 FPS aufnehmen, aber dann halt nicht in diesem Steady Mode. Neben den üblichen Effekten gibt es natürlich auch Zeitlupe zum Niederknien sehr gut. Das Ganze hier ist aus der Hand aufgenommen und ihr seht keinerlei Bewegung. Klar, in der Zeitlupe natürlich eh immer so eine Geschichte, aber es ist ein butterweiche Aufnahmen. Die Fotos mit bis zu 64 Megapixel haben schöne Schwarzwerte, knackige Farben, sind scharf, aber auch nicht übertrieben scharf. Also es sind wirklich sehr schöne Fotos und auch die Videoaufnahmen, finde ich, haben ein sehr schönes Bouquet und auch ein sehr schönes Farbmanagement, also es ist nichts übertrieben an irgendwelchen Farbstilen und Co. Also mir persönlich gefällt das LG Wing mit seiner Farbauswahl wirklich sehr, sehr gut. Ihr wollt auch mal so ein hochwertiges Telefon testen, ohne es euch teuer kaufen zu müssen? Am Ende dieses Videos findet ihr einen kleinen Tipp von mir, wie ihr euch so ein Gerät mal ausleihen könnt, auf Herz und Nieren testen könnt und dafür nichts zahlt. Aber das kommt am Ende des Videos. Kommen wir zu dem Displays. Auch grandios. Man muss, glaube ich, zu LG Displays nicht viel sagen. Sie sind vom Schwarzwert super gut, sehr knackig, die Farben sind toll und die ganzen Displays sind gestochen scharf und sehr hell, auch im Sonnenlicht gar kein Problem. Das Hauptdisplay ist ein 6,8 Zoll PoLED-Display mit einem Seitenverhältnis 20,5:9. Das entspricht 2460 Pixel mal 1080. Wie gesagt, ein super starkes Display, das über jede Kritik quasi erhaben ist. Kleiner Nachteil, wir haben hier keine 90 Hertz bei diesem Hauptdisplay. Das darunterliegende Display hat eine Größe von 3,9 Zoll und 1,15:1 Format. Auf dem Hauptdisplay befindet sich auf der Vorderseite ein Fingerprint-Sensor. Ihr seht das auch gerade, wird gerade animiert. Der meines Erachtens ein bisschen schneller sein könnte. Es gibt Situationen, da ist er mir ein bisschen zu langsam. Da hat er manchmal so ein paar Denksekunden. Ihr seht das. Das kennen andere Geräte schneller. Man muss es natürlich nicht unbedingt nutzen, aber könnte ein Tick schneller sein. Und was ich immer ein bisschen schade finde, ich habe immer das Gefühl, auch bei so schweren Telefonen, dass mir das Gerät eventuell runterkippt, wenn ich hier vorne auf rumdrücke. Aber das betrifft nicht nur das LG Wing, sondern alle Geräte, die einen Fingerprint-Sensor vorne im Display haben. Ich bin da gar kein Freund von. Ich mag es lieber, ich habe den Finger eh dort hinten, dass ich hinten das Gerät entsperre. Ist hier beim LG Wing aber leider nicht. Nichtsdestotrotz ist es beeindruckend, wie LG es hinbekommen hat, in so ein filigranes, kleines, dünnes Display, was natürlich auch noch irgendwie geschützt sein muss, noch einen Fingerprint-Sensor einzubetten. Also das ist wirklich grandios. Hut ab, LG, da habt ihr wirklich sehr gute Arbeit geleistet, wie auch immer ihr das geschafft habt. Kommen wir zum Speicher des LG Wing. 128 GB haben wir hier Speicher im Telefon. 8 GB Arbeitsspeicher, das ist schon in der Zeit 2021 okay und völlig ausreichend. Wer jetzt sagt 128, das reicht mir nicht wirklich, der kann beim LG Wing die Speicherkapazität durch eine Speicherkarte, eine Micro-SD erweitern. Bis zu 2 Terabyte sind dann möglich, die ihr über eine SD-Karte hier in das Telefon mit einbinden könnt. Also auch eine super Geschichte für Hardcore-Filmer und Fotografen. Die können hier Fotos und Videos, ja, ohne Ende, ihr wisst schon, aber mit 2 Terabyte komme ich schon eine Ecke, plus die 128 GB. Ja, ich denke mal so 120 GB könnt ihr vom Gerät her nutzen. Das ist schon mal eine sehr gute Nummer und eine wirkliche Ansage. Zudem könnt ihr auch im selben Schacht 2 SIM-Karten nutzen. Das bedeutet, ihr könnt eure private Handynummer und eure Firmenhandynummer zum Beispiel in einem Gerät nutzen und dann vor jedem Gespräch entscheiden oder grundsätzlich entscheiden, mit welcher Nummer ihr wen anruft. Ihr müsst nicht mit 2 Geräten rumlaufen oder sowas. Auch eine tolle Option, muss man nicht nutzen, aber es ist wirklich eine tolle Funktion oder Option, wie gesagt,
gesagt. Manche machen es auch so, die haben einen Telefonievertrag, der recht günstig ist und noch einen zweiten, wo der Datentarif inkludiert ist und sehr günstig ist und die das beides dann kombinieren. Also die Möglichkeit gibt es beim LG Wing, zwei Karten gleichzeitig zu nutzen. Prozessortechnisch haben wir hier einen Snapdragon 765G verbaut, nicht der absolut schnellste High-End-Prozessor, aber völlig ausreichend, um das LG zu betreiben und vernünftig und flüssig damit Spiele spielen zu können. Wie auch schon angesprochen, einen 4000 mAh starken Akku, der euch wirklich über den Tag bringt, aber ich bin natürlich Hardcore-Nutzer und muss das LG Wing jeden Tag aufladen, aber ihr bekommt das so gut wie nicht leer, also die 4000 mAh, das ist schon ganz nice. Aufgeladen werden kann natürlich per Fast Charge, natürlich gar kein Problem, und per QI-Laden, das heißt kontaktloses Laden, über, ne, ihr kennt das, auf eine Ladestation legen und dann wird es kontaktlos aufgeladen, auch eine tolle Geschichte, ist beim LG Wing natürlich auch möglich. Kommen wir zum Lieferumfang. Besonders ist, dass wir hier eine rückseitige Handyschale schon im Lieferumfang mit enthalten haben. Die ist leicht klebrig auf der Rückseite, dass ihr die auf die Rückseite anbringen könnt. Ich habe sie noch nicht drauf gehabt, weil sie, wie gesagt, so klebrig ist. Hält dann sicherlich sehr, sehr gut. Bei anderen Herstellern muss ich mir sowas teuer nachkaufen. Ist hier beim LG Wing schon mit dabei. Sieht auch ganz edel aus. Ne? Verschiedene Akzente habt ihr hier oben und unten und so. Finde ich ganz okay, aber ich bin da halt kein Freund von. Ist aber im Lieferumfang enthalten und finde ich daher sehr, sehr spitze. Was auch noch enthalten ist, es gibt ja noch Leute, die haben vernünftige Kopfhörer über Kabel, wo der Klang derer Meinung etwas besser ist. Der kann auch beim LG Wing diese Kopfhörer weiter nutzen, weil im Lieferumfang liegt ein USB-C auf 3,5 mm Klinke dabei, Adapter, dass ihr dann quasi jeden Kopfhörer mit eurem LG Wing benutzen könnt und dann vernünftigen Sound mit habt. Alles andere, was noch im Lieferumfang enthalten ist, zeige ich euch jetzt nicht. Ich denke, es wird euch klar sein, dass da eine Beschreibung bei ist und ein Ladegerät und Co. Kommen wir zu dem wichtigen Punkt Verbindung. Wir haben hier 5G-Netz-Kompatibilität an Bord. Das bedeutet, ne, das schnelle Datennetz, mobil unterwegs. Wir haben Bluetooth 5.1. Das heißt eigentlich der neueste Standard für vernünftige Musikübertragung, vernünftige Reichweite von Bluetooth und natürlich auch energiesparendes Bluetooth haben wir hier beim LG Wing mit an Bord. Ebenfalls mit an Bord, ich denke, das ist mittlerweile 2021 auch ganz normal, ist NFC, dass ihr halt kontaktlos mit dem Telefon im Supermarkt bezahlen könnt, sofern ihr das eingerichtet habt. Also das funktioniert mit dem LG Wing auch ohne Probleme. Jetzt haben wir die technischen Details durchgerattert. Jetzt möchte ich euch mal kurz zeigen, wie der Umgang oder das normale Nutzerverhalten mit dem LG Wing im Alltag ist und welchen Mehrnutzen ihr dadurch zum Beispiel habt. Ich mache jetzt zum Beispiel mal die Google Maps Suche auf. Wir stellen uns jetzt mal vor, wir sitzen im Auto. Ich suche mir mal kurz ein Ziel heraus. Ich möchte jetzt zum Silbersee, ich möchte eine Runde schwimmen. Jetzt habe ich hier die Navigation. Wenn ich eine entsprechende Handyhalterung hätte, könnte ich das Telefon jetzt einspannen und noch gleichzeitig meinem Kumpel sagen, dass ich gleich am Silbersee ankomme und dass ich mit ihm dann dort kurz schwimmen möchte. Ne? Also wir können, während wir navigieren, auch gleichzeitig schreiben. Ihr seht das auch gerade, ich habe hier so leichte Wellen durchlaufen. Das liegt daran, dass die Displays unterschiedlich getaktet sind, ist aber kein Fehler und den seht ihr normalerweise nicht. Die sieht jetzt nur das Kameraauge. Oder während der Navigation nutzt ihr mal eben Instagram, um zu gucken, was ihr so verpasst habt. Wenn ihr das LG Wing aufklappt, habt ihr hier oben ein angepasstes Interface, wo spezielle Sachen sind, die halt super auf das LG Wing angepasst sind. Sobald ich YouTube öffne, habe ich hier beispielsweise die Lautstärkenregelung und die Helligkeit, die ich natürlich hier individuell anpassen kann. Ich muss halt nur gucken, dass es hier nicht überstrahlt. Und ich kann hier halt spulen und noch verschiedene Sachen ausführen. Auch kann ich dieses Fenster natürlich jederzeit ausblenden, um dann andere Anwendungen hier zu öffnen. Was gibt es noch? Es gibt Spiele, die auf das ganze System angepasst sind und die uns dann einen richtigen Mehrwert bieten, wie hier zum Beispiel Asphalt 9.
Grandios beim LG Wing sind Texte, lange Texte und Dokumente, wo ihr zum Beispiel hier, wenn du bald ich dann die Tastatur öffne, ist ja über die Hälfte des Displays verschenkt, wie beim normalen Smartphone. Und jetzt kann ich die Tastatur mir quasi auf das kleine Display ziehen und habe hier schön breit alle Informationen, die ich benötige, schön im Blick und habe eine viel bessere Übersicht. Bixby abbrechen. Ein riesengroßer Vorteil beim LG Wing gegenüber anderen Telefonen, die vielleicht genau so große Displays haben. Also wer viel schreibt, der wird das LG Wing lieben. Oder wer Multitasking, wie schon angesprochen, gleichzeitig mehrere Sachen machen will, der ist mit diesen zwei Displays richtig gut bedient. Also der wird damit eine Menge Freude haben, da bin ich mir ziemlich sicher. Kommen wir zu der Verarbeitung des LG Wing. Vernünftig verarbeitet die ganze Geschichte, da knarzt nichts, da wackelt nichts. Das ist alles wirklich sehr höchstes Niveau. Ich finde es super, dass das Display abgerundete Displaykanten hat an den Seiten. Dadurch wirkt das Display auch viel, viel größer und ist bei der User Experience, wenn ihr seitlich rüberwischt, natürlich ja auch wirklich spitze. Wir haben keine Balken oben, kein Kinn unten, wir haben kein Loch im Display für irgendeine Kamera, weil die oben ausfährt. Dadurch haben wir ein komplettes Display und haben eine Menge Spaß damit. Der Speicher ist mit Speicherkarte auf über 2 Terabyte zu erweitern und wir haben die Möglichkeit, 2 SIM-Karten zu nutzen, was auch nicht jedes Telefon euch bietet. Wir haben eine sehr gute Gimbal-Funktion bei Videos. Nach Süden Richtung Gartenkampf starten. Ja. Wir haben eine sehr gute Videostabilisierung, eine Gimbal-Funktion, die ist wirklich sehr, sehr spitze, die seinesgleichen sucht. Und wir haben sehr gute Kameras an Bord, die euch vernünftige Fotos und Zeitlupen liefern und so weiter. Wirklich spitze. Das Display hat knackige Schwarzwerte, super Farben, ist auch, wie gesagt, am Tag, auch bei starker Sonne, perfekt abzulesen. Und natürlich hat das LG Wing auch Nachteile. Wie schon angesprochen, das Gewicht lässt sich halt nicht anders lösen mit einem 4000 mAh Akku, der alleine ist schon recht schwer. Dann eine solide Verarbeitung des Gehäuses, das bringt natürlich etwas Gewicht mit sich. Ist natürlich nicht mit einem kleinen Pixel 5 oder sowas vergleichbar, das ist definitiv nicht. Aber es ist auch nicht extrem schwer, dass euch gleich die Hose runterrutscht, aber es ist schon natürlich ein sehr großes Gerät und natürlich ein relativ schweres Gerät. Wir haben einen verbauten Lautsprecher auf der Unterseite, der ist okay, wird aber relativ leicht abgedeckt durch den Finger oder sowas. Und wir haben natürlich kein Stereo-Feeling wie bei anderen. Wir haben einen riesen Aha-Effekt bei diesem riesen Display, aber der Ton ist leider mono und von unten und halt nicht so prickelnd. Wahrscheinlich hat LG das so gemacht, weil wenn das der Lautsprecher jetzt rechts und links, beziehungsweise auf nur einer Seite wäre, dann hätte man den Ton halt immer von irgendeiner Seite, so kommt der Ton halt von unten. Aber das ist nicht perfekt. Er ist ausreichend der Lautsprecher, ausreichend laut, aber nicht. Naja, das können andere Geräte besser. Ich finde den Videomodus im T-Stand hier super cool, aber leider kann ich da nur Full-HD-Videos machen. Möchte ich 4K-Videos machen, muss ich wieder ganz normal das Telefon so halten, was ich nicht so perfekt finde, wie zum Beispiel diese Haltungsweise, weil die ist wirklich sicherer. Ich habe bessere Übersicht, ob das alles gerade ist und Co., als wenn ich hiermit rumeiern muss, wo die Finger mal eben hier rüberkommen über die Linse oder sowas. Das hätte ich mir eher gewünscht, dass ich das auch so in 4K aufnehmen kann, bietet mir momentan, aber die Software leider nicht. Leider sind nicht alle Apps, nicht alle Spiele auf diese zwei Displays ausgelegt, auf das LG. Das muss euch auch klar sein, dass nicht diese Funktion, die ich euch da gezeigt habe, wie zum Beispiel beim Asphalt 8 Spiel, das habt ihr leider nicht bei jedem Spiel. Display schon mehrfach angesprochen, grandios gut, aber leider keine 90 Hertz. Also es gibt andere Displays, die etwas flüssiger sind, aber es ist völlig erträglich, damit kann man wirklich umgehen. Ist ein gutes Gerät, aber faktisch haben wir hier keine 90 oder 120 Hertz, haben wir hier nicht. Und das sind die Nachteile vom LG Wing. Ich würde das am liebsten nicht zurückschicken. Das wurde mir übrigens von der Firma O2, das ist ein Netzbetreiber, zur Verfügung gestellt für diesen Test, also leihweise. Und ich muss es auch gleich wieder zurückschicken. Aber das könnt ihr auch, ich blende unten in der Artikelbeschreibung mal einen Link ein, da könnt ihr euch auf verschiedene Produkte, also jetzt nicht nur auf ein Telefon, sondern ja, vom Telefon über Kopfhörer und Co., also alle möglichen Technik-Gadgets bewerben. Und wenn mit etwas Glück werdet ihr ausgelost und dann könnt ihr diese Geräte einige Zeit zu Hause kostenlos testen und auf
auf Herz- und Nieren testen, bevor ihr euch sowas kauft. Also einfach mal unten in die Beschreibung rein. Wie gesagt, von O2, völlig seriös. Da könnt ihr diese Geräte einfach mal testen. Ist eine tolle Sache, habe ich jetzt schon mehrfach gemacht. Hilft mir natürlich und meinem Kanal auch weiter. Deswegen kann ich euch das nur ans Herz legen. Das ist eine tolle Community, wo ihr Geräte testen könnt. Natürlich muss natürlich im Gegenzug von euch eine Review geschrieben werden. Vielleicht noch ein paar nette Fotos wären natürlich toll. Das ist so die Gegenleistung, die ihr erbringen müsst. Ansonsten nichts. Ihr habt nur Spaß mit den Geräten, die ihr dort bekommt. Okay, das war von meiner Seite. Wie gesagt, ne, Gerät wurde mir zur Verfügung gestellt, beeinflusst auf keinster Weise hier dieses Video. Ich danke O2 dafür ganz herzlich. Ihr bekommt das wohlbehütet zurück, obwohl es mir wirklich im Herzen wehtut, weil es ist wirklich ein tolles Telefon. Also ich habe schon überlegt, die mal zu fragen, was ich für so ein gebrauchtes Gerät von denen noch bezahlen muss. Nein, alles klar. Solltet ihr Fragen zum LG Ring haben, stellt mir in die Kommentare. Ich versuche sie wie immer zu beantworten. Ich habe es dann zwar nicht mehr wahrscheinlich, aber ich habe ja meine Erfahrung gesammelt und kann euch vielleicht dann trotzdem weiterhelfen. Wir sehen uns im nächsten Video, das hoffe ich zumindest. Ich danke euch, macht's gut und auf Wieder. Tschüss, bleibt gesund.